Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ihr seid ja richtig auf den Geschmack gekommen. Da bin ich gespannt, ob ihr der Legende auf der Spur kommt. Ei, wir sind verrückt nach sowas. Wart's nur ab, wir bringen dir diese Frucht. Ich warte so lange wie nötig. Für ein bisschen von dieser Frucht kann ich ewig warten. Auf geht's, ihr Landratten. Lichtet den Anker. Wir segeln los. Ja, ich gesagt, aber wo sollen wir mit der Suche anfangen? Anna, hast du eine Ahnung? Erinnern Freunde an Hellfeige aus Magdawald? Oh, da war was. Aber wir wissen nicht mal, ob sie mittlerweile essbar ist, oder? Wir sollten uns dort umsehen. Das ist zumindest ein Startpunkt. Der Kurs steht fest. Schnappen wir uns diesen Fruchtschatz. Ein alter Freund. Ja. Ah. Ich weiß auch, wo wir hin müssen. Müssen wir zum Oberen? Ja. Okay, wir müssen nach da. Ja, ich weiß schon, wo ich hin muss, glaube ich. Erinnert ihr euch, als wir den Magdawald unten erkundet haben? Da gab es so ganz versteckt in der Ecke, so irgendwo ganz mies versteckt, gab es diesen Baum, diesen Hellfeigenbaum nochmal. Wetten, dass wir da hin müssen? Ich kann sogar noch zeigen, wo der ist. Ich weiß doch genau, wo der ist. Der ist in dieser komischen Ecke hier. Ja, genau, der ist sogar noch markiert. Siehst du, den habe ich nie weggenommen, die Markierung. Habe ich mir damals schon markiert, vor, keine Ahnung, 100 Folgen gefühlt. Das habe ich, aus gutem Grund damals markiert. Aber der Baum hier wird es nicht sein, ich glaube nicht. Ich believe es nicht. Oho, Hellfeige ist hier. Die Frucht sieht tatsächlich super lecker aus. Aber ist es diejenige, die der alte Knochen wollte? Dieser kommt zu vergleichen mit der Todeslitsche, die ich mal gesehen habe. Nur Frucht ist eh fürchterlich unreif. Wenn Freude Frucht essen würden, würde Freude tot umkippen. Ah, stimmt das? Aber sie sieht so lecker aus, so unwiderstehlich. Sie ruft nach mir wie das Lied einer Sirene. Glücklicherweise ist man dann dabei, uns auf dem rechten Weg zu führen. Ja, ist fürchterlich schwer, verzwickt und knifflig, Unterschied von Reif und Unreif zu sehen. Darum wird Frucht selten gegessen. Mein Magen könnte das locker verkaufen, aber der alte Knochen würde wahrscheinlich wirklich sofort krepieren. Und hör schon auf, sowas zu sagen, das bringt Pech. Also, was machen wir? Die können wir nicht zurückbringen und mehr scheint es hier nicht zu geben. Mann, mein pelziger Lieblingsmutier, hast du vielleicht eine Idee? Nur, beste Idee ist, ein Jahr auf Stadium von Vollreife zu warten. Frucht ist hier schwer erreichbar, also werden Leute oder Monster nicht mampfen. Aktueller Geschmack ist auch Grund, warum keiner so schnell wegspachteln wird. Ist erst viel später lecker süß. Falls diese Frucht öfters an schwer erreichbaren Orten wächst, was wäre dann mit der unteren Ebene? Dort gibt es allerdings jede Menge Monster. Sind möglicherweise schlau kluge Monster, die Hellfeige beschützen, um auf Vollreife warten und dann zu mampfen. Ach, dann sollten wir uns da mal umschalten. Vielleicht finden wir ja noch eine. Siehste? Du hast schon den Teil über die vielen Monster mitbekommen, ja? Monster? Überlass die mir, ich mach sie alle platt. Ganz genau. Ganz genau. Dann macht sie alle platt. Siehste, war doch gut, dass ich mir das damals markiert hatte. War super. Müssen wir uns übrigens auch mal wieder die Original Strength zurückgeben. Wir sind ja aktuell Level 83 in Anführungszeichen. Obwohl wir ja eigentlich Level 91 wahrscheinlich sind. Mit den XP, die wir noch vergeben könnten. So. Und mein Punkt sagt, irgendwo hier zwischen diesen Bäumen war das. Ah ja, da oben. Ja. Ja, lass mich hoch. Hier kann man nämlich auf eine Area kommen,
wo man eigentlich normalerweise nicht hinkommt, weil hier ist eine unsichtbare Wand. Aber mit einem guten Sprung kann man hier rüber und damit in außerhalb der Karte laufen. Und hier wäre eigentlich das beste Versteck gewesen. Und man, hier unten ist es nicht. Irgendwo hier müsste es aber sein. Bin mir da zu 1000%ig sicher. Ah, warte, vielleicht nicht hier, sondern hier. No problem now. Ah, hier war's. You reckon we might find the fruit old Jagger's getting around here? Ah, so this be the legendary fruit. Siehst du? Irgendwo war das hier. Ich wusste es. Bei meinem Barte. Nun ist dies reif. Ist perfekt vollkommen gereifte Frucht. Wirklich? Glanzvolle Glasur, deliziöse Duft, alles unverwechselbar. Klare Zeichen von Reife. Ich schätze, hier kann kaum jemand hin, zumindest keine normalen Leute. Legendär war diesmal wohl keine Übertreibung. Tja, dann wollen wir sie dem alten Knochen bringen, damit er zufrieden sterben kann. Dass ich dafür echt ins Zeug gelegt, nur um ihm eine Freude zu machen. Das wird er sicher zu schätzen wissen. Ah, hoffentlich. Die Leute in der City haben mich wegen meiner Natur auf Abstand gehalten. Aber nicht der alte Knochen. Er schenkt mir einfach ein, ohne auch nur weiter darüber nachzudenken. Ich bin dafür sehr dankbar, also möchte ich das auch ausdrücken. Darum riskiere ich hier mein Leben. Gibt's nicht. Du hast ja doch sowas wie ein weiches Herz. Ja, so wie der sich immer zugibt, erinnert er sich vermutlich nicht mal mehr an unseren ersten Trinkabend. Aber was soll's. Ich scheint es hier jedenfalls wichtig zu sein, Triton. Kehren wir schnell zu Jagger zurück, damit ihr die Feige genießen kann. Ja, da hast du völlig recht. Auf zurück zur City. Ist da nicht vielleicht noch ein Reif? Naja. Naja. Got a feeling in my bones. Oh nee, der ist nicht mehr da. Ist er schon gestorben? Ja. Ich glaub schon. Schade. Wo ist der alte Knochen hin? Er ist normalerweise immer hier, oder? Ja, normalerweise ist er hier. Von morgens bis abends. Vielleicht hat er zu viel getrunken und hat deswegen Hausverbot. Ich weiß auch nicht, wo er lebt. Oh nein. Nu, Triton? Huch, was will denn so ein Flauschknäuelklöps wie du von mir? Wenn Freund nach Opapon sucht, dann muss Freund Gedenksteine aufsuchen. Opapon schläft dort. Wie? Er ist nicht... Er ist am Leben, oder? Nein, ich kann es nicht fassen. Er wirkte so gesund. Leider völlig wahr. Opapon ist umgekehrt, gleich nachdem Freunde gegangen sind. Ich verstehe. Könntest du das Nobron-Kind sein, das er aber adoptiert hat? Nu, ja. Du weißt zu schätzen, dass du gekommen bist, um es mir zu sagen. Ich werde ihm die letzte Ehre erweisen. Du wirkst, als hättest du es noch gar nicht richtig erfasst, Triton. Du bist so ruhig. So ist es einfach. Der Tod kommt für jeden. Oh, Kleiner, der alte Knochen hat sich schon um dich gekümmert, nicht? Schulde es ihm also, ein gutes Leben zu führen. Opapon macht er sehr gerne mit Triton Süffeln, hat darüber oft mit Kubibi gesprochen. Dafür dank, Kubibi. Oh nein. Er hat sicher bald die Nase voll von mir, aber könnt ihr mir noch ein bisschen Gesellschaft leisten? Natürlich, natürlich, wir gehen mit dir zu den Gedenksteinen. Ei, genau darum wollte ich bitten. Poor Jagger. Oh, I see some relations have changed. Dying on me without so much as a goodbye. Ja, scheiße. Und ich hab's auch noch gerade vorher gesagt, als er dann nicht mehr gesessen hat. Oh nee, der ist gestorben. Ah. Hier hast du, alter Knochen. Ich hab dir deine legendäre Frucht gebracht, auch wenn es ein bisschen zu spät ist. Das behauptet, du würdest ewig auf sie warten. Aber ganz so lange hat es doch gar nicht gedauert, oder, alter Knochen? Ah, was mache ich nur? Moment, das genügt dir?
Leute sterben und wenn sie fort sind, dann kann niemand mehr was machen. Keine Sorge, alter Knochen, ich trinke genug für uns beide zusammen, das kann ich dir versprechen. Das erscheint mir etwas, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Du warst der erste Freund, den ich hier gefunden habe. Ich werde dich nie vergessen. Alle Probleme bis auf den letzten Tropfen herunterschlucken, bis man den Magen voll hat. So kommt man durchs Leben. Aber manche Dinge, die wehtun, darf man nicht vergessen. Sie gehören zum Grundstein des Lebens. Peter, du hältst dich wacker. Allerdings, Kleiner, so bin ich stark geworden, zu dem, der ich jetzt bin. Ich glaube, ich habe genug von eurer Zeit in Anspruch genommen. Ich hoffe ja, ich habe nicht zu viel von euch verlangt. Nein, überhaupt nicht. Mach dir mal keinen Kopf. Ich bin sicher, Jagger wäre sehr glücklich, wenn er das hier sehen könnte. Wer weiß, vielleicht kann er das sogar. Nein, vielleicht. Genauso gut kann es aber sein, dass er viel zu besoffen ist, um sich nur an meinen Namen zu erinnern. Ich sollte immer mal wieder vorbeischauen, damit er ihn nicht vergisst. Ich gehe da mal lieber. Leb wohl, alter Knochen. Das Erste. Traurig. Ein alter Freund. I see some relations have changed. Oh, die bleibt sogar da liegen. Nice. Bleibt sogar da liegen. I see some relations have changed. Ja. We should probably eat something. Ja, wir sollten was eaten, aber. Als erstes. I guess we know Ionios like the back of our hand now. Geht's für uns hier weiter. Halle der Mystik. Wir wollen nämlich unsere zweite neue Heldin haben. Und zwar die Königin von Agnes. Nia! Das wird lustig, sage ich euch. Where's the queen? Maybe she isn't there. But where is she then? Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ist sie am Baden? Huh? Haven't worn this for a while. Still looks pretty natty though, eh, Nia old fox? So tough to get around here, those bloody formal duds. One false step and you fall flat on your face. I finally feel like I can be myself. Really cut loose, I love it. Oh! Oh. What are you guys doing here? Es wird super lustig mit dir. Das war auch schon XML 2 so. Das ist die ist super funny einfach. We just what are you? Majesty, your clothes. Wait, just hang on. Give me a second here, all right? Well met, all of you. Please accept my heartfelt welcome. I can offer you only a simple welcome today. But do please make yourselves comfortable. Is something the matter? Doesn't it wear on you? Acting like that. What? Noah? No, it's perfectly fine. Dispense with such concerns. Pray, let not my regal status prohibit you from presenting your inquiries. Please, speak your minds. All right, well, here's a question. What's that get-up all about?
Yes. Perhaps you would find my clothes rather curious. I mean, if you don't want to talk about it, that's cool. No sweat. Oh. No, it's nothing like that. Before, I told you all how the world was once divided into two, if you recall. Yes, you told us when we first met. How could we forget that, Your Majesty? These clothes belong to that era, when the worlds were two and mingled. These raiments were created specially for me in that older realm. So they're from your old world, Majesty? Right. I suppose you could call it a keepsake of my motherland, if you like. Motherland? Can you explain that word, please? The place of my coming into existence in the world, of my infancy and upbringing. We called that our motherland. Your Majesty's motherland? What kind of place could it have been? Are you interested, Noah? I am. The subject seems so huge I can scarcely begin to imagine it. If it please you, I'd love to hear more about your world, Your Majesty. Certainly. I'd be happy to. Actually, now that I think it over, if I were to tell you the whole of the story, a full day and night might not suffice, I fear. In fact, I'm certain of it. Oh, I see. Then I'm sorry to have made such an unreasonable demand of you. Well, maybe another time then. Even then, surely you have important matters you ought to be taking care of. It won't do for me to detain you here. Huh? Well, I suppose so, but... Therefore, let us go forth together. Yes, Your Majesty, as you will. Wait. Forgive me, Your Majesty. I don't think we quite heard right. I mean to say that I will accompany you on your travels. That way, I'll be able to continue my tales. Night and day, every day if needs be. Ah, I mean, that is not to imply that being cooped up here the whole time is as lonesome as it is tedious. Or that I'm well pleased with myself for inventing an elegant, way-sneak excuse to get out. It's nothing like that at all. Please, do not misinterpret it thus. No one was saying that anyway. I suppose it may be a bit much, eh? We weren't saying that either. All right then, it's decided. A deal, shall we say? Yes, Your Majesty. Ah, yes! Okay then, we humbly beg Your Grace, Your Majesty, or was that respectfully? Oh, come now. No need for such formality. I ask only for your kind support, Noah. Oh, and from now on, I'd like you to address me simply as Nia. From now on, I'll be just another one of your ordinary fellow traveling folk. Reise mit Nia durch ganz Aionios, um allerlei Besonderes zu erleben? What? Oh, it's been so flippin' long! What I mean to say is... forget it. Ja, sie freut sich natürlich, dass sie mal raus aus dieser Cloud King kommt. It's been so flippin' long! Forget it. Natürlich ist Mio der Klassenerbe, ist ja klar. Nias Klasse. Die stärkste aller Heilerklassen. Kann die ganze Gruppe unterstützen und bei Angriffen die Abwehr der Gegner ignorieren. Ja, es ist die absolut stärkste Heilerklasse, aber auch ultimativ stark. Deswegen passt das, glaube ich, gut zu Mio, weil Mio hat aktuell auch eine relativ starke Healerklasse. Und ja, die Rest der Folge würde ich halt mich darum kümmern. Zu gucken, dass wir Mio ausrüsten. Oh Leute, die hat gar keine Ausrüstung. Oh.
ja. Ja, sie hat natürlich ihr geiles Schwert. So, das muss mal gewechselt werden. Hier, Lebensweiser. Heilkraft 510 ist schon stärker als die auf Rang 20. Das muss man sich mal vorhalten. Die ist jetzt schon stärker als diese Klasse. Guck auch mal den Damage. Von 500 auf 830. Also da sieht man schon, dass diese Klasse extrem stark ist. Ja, dann gucken wir mal. Säbelschlag, ja, den kenne ich natürlich noch. Heilt nahe Gefährten um maximal 100% der Heilkraft. Ja, moin! Braucht nur 5 Aufladungen. KP-Heilung um Nutzer, alles klar. Was ist das? Ein Kraftfeld? Was macht das? Regeneration. Okay. Und dann hätten wir noch Schwert der Götter. Ignoriert gegnerische Abwehr und fügt Schaden zu. Halt alle Gefährten um maximal 150% der Heilkraft. Ja, moin. Ja, moin. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was wir hier noch haben. Wir haben noch Hydropuls. Ätherangriff, einzelnes Ziel, 270% Damage. Aufladen durch Angriffe, macht Rückwurf. 30% Chance, Abwehr des Feindes zu negieren. Oder ignorieren? Nee, negieren. Oh. Das heißt, die Abwehr wird komplett ignoriert dann. Also negiert danach. Dann haben wir hier Heilung, Haltung selbst, 8 Aufladung. Heilt kontinuierlich KP von Mitstreitern in der Nähe. Techniken laden sich um 25% schneller auf. Holy moly. Heilt kontinuierlich KP. Das würde ich sogar, glaube ich, schon gegen diese Wasserblume austauschen. Das ist ja schon viel besser als die Wasserblume. Da werden alle von geheilt, die in der Nähe sind. Das ist ja mega geil. Dann hätten wir hier noch Retourkutsche. Das ist einfach eine Heal-Attack. Okay. Hier hätten wir natürlich den Damage-Maker, ne? Das ist natürlich der Damage-Maker. Eigentlich. Macht... Ja, also sie ist eigentlich nur ein Healer. Ja, also Heal, Heal und Heal. Sie hat 3 Heals. Aber ich würde tatsächlich hier dann auf den Hyropuls gehen. Ja. Das finde ich, weil diese Technik healt und die ist schnell. Und diese Technik healt und die ist auch relativ schnell. Und dann haben wir den noch als Damage dazu. Das kann man natürlich noch einmal anpassen, wie man will. So, wir haben, ja, was machen wir eigentlich? Wir haben Demolition. Ich will aber irgendwas haben. Wirkt bei Technik-Treffer eine zufällig gewählte Stärkung. Hiho. Maschinenassassine, warum hast du diese Fähigkeit? Okay. Schleudern. Orkanschneide. Optimal aufladen. Oh ja, ich brauche unbedingt dieses Elementruf. Okay. Energy Grenade. Okay, du hast Shadow Eye. Ah, du kannst nicht. Ah, sie kann nicht die eine Fähigkeit holen von Dingsbums. Von der Miyabi-Klasse. Schade. Weil der war schon ziemlich geil mit Aufladen. Dass du schneller aufladen kannst. Angriffsboost, ja. Ist nice. Bogenhieb, Energiegranate. Elementruf. Umkreis Nutzer. Jo, wir haben als allererst, also die Himmelschraube könnte ich mir vorstellen reinzuholen, einfach für die Schleudernfähigkeit zu bekommen. Soaring Tempest. Dann hätten wir noch, aber es ist wohl ein physischer Angriff, ne? Das sind alles Ätherangriffe. Ich muss hier auf Äther bleiben, leider. Das heißt, ich würde hier auch Myopie-Blende reinballern. Dann hätten wir den Elementruf. Der ist natürlich auch nice. Abwehrbereich. Okay. Multi-Explosion. Auf jeden Fall muss die drin, weil die healt auch. Und die Himmelsschraube.
Haben wir noch irgendwas, was mit Heal funktioniert? Himmelsschraube brauche ich nämlich nicht, wenn ich Ohnmacht habe. Shadow Eye für Damage. Könnte man halt wirklich machen. Und vor allem sie kann Wut dadurch negieren, ne? Und hier hätte sie theoretisch auch noch, das könnte man auch geben, den Demolition. Weil das macht gut Damage. Und negiert Abwehr des Feindes. Das ist, passt eigentlich gut. Würde gut reinpassen. Ja. Das passt leider nicht so gut mit rein. Es müssen schon Ätherangriffe sein. Elementruf, ja. Braucht aber 30 Sekunden auch. Also weiß ich nicht, ob das so worthy ist. Ätherangriff. Braucht nur 15 Sekunden, aber macht auch nicht viel Damage. Also ich bin noch irgendwie dran überlegen, die Verwüstung reinzuballern irgendwie. Die Myopic Stream brauchen wir auf jeden Fall. Die auch, weil die Ultra Heal macht. Was wir eigentlich auch gut brauchen können. Dann Shadow Eye ist nur für den Angriff halt. Wir könnten hier aber auch wirklich auf Demolition noch gehen. Muss ich mal gucken. Und vor allem nur sie hätte den Angriffsboost. Hm. Ich gehe mal auf Demolition tatsächlich. Dann haben wir noch Talente. Äthertechnik Damage. 12% die Chance bei Technik nutzen Aufladung zu behalten. Und erfolgsvolle Chance von Schwächungen. Crit-Rate bringt ja nichts. Physisch brauchst du nicht. Technik, Ladung, behalten. Erhöht Trefferrate und Ausweichrate aller Mitstreiter. Oh ja. Safe. Dann haben wir noch die Heilungslizenz. Den ultimativen Chirurg. Bei einem Treffer werden 40% der physischen Abwehr ignoriert. Brauchen wir nicht. Steigert die Anzahl an Kraftfeldern. Ne, dann kriegst du noch die Heilungslizenz. Damit du natürlich mehr Heal machst. Treffer und Ausweichrate ist ja mega geil. Und Schaden von... Ja, das passt. Weil du machst keine Debuffs. Juwelen. Auto-Intervall. Heilkraft. Und doppelter Auto-Angriff. Nee, dann würde ich hier lieber was anderes so dann machen. Wahrscheinlich sogar den hier. Weil der Damage... Die braucht Damage. Heilkraft würde ich auch nicht machen, sondern hier KP gewinnen bei Wiederbelebung, oder? Nee, oder ich bleib bei Heilung einfach. Heilkraft um 8. Ich gebe ihr das lieber. Auto-Intervall würde ich, glaube ich, sogar auch rauslassen und ihr mehr Damage geben, oder? Crit hat sie nicht. Aber sowas wie das hier wäre noch nicht schlecht. Weniger Wut. Ja. Weil die ja doch schon viel Wut auf sich zieht. So, Heilkraft um 40%. Das kannst du auf jeden Fall behalten. Angriffskraft um 31% kannst du auch behalten. Und erhöht die Menge der Fort. Ja, das ist doch perfekt. Das ist doch eigentlich geil. Heilkraft. Meistertechniken sind bei 100% aufgeladen und Menge der fortlaufenden. Aber hier wäre noch was anderes gut. Bei ihm ist es wichtig, dass die Meistertechniken direkt da sind und die Wut wenig ist. Bei ihr ist es wichtig, dass sie Damage hat und auch weniger Wut. Aber es wäre auch nicht schlecht, wenn sie den, was ist das hier? Hier, wie heißt das? Da, das hier. Äther-Abwehr ignorieren. Das wäre auch nicht schlecht. Na,
Davon haben wir sogar nur eine, von der Dellen Düsterbosche. Haben wir die wir haben die aber bestimmt noch irgendwo anders nochmal. Wenn man sie mal findet. Ja. Weil sie ja auch... Sie hat nur 830 Angriff. Das ist gar nicht so viel. Oder vielleicht sollte man sie wirklich als Full Heal spielen. Dann bräuchte man das natürlich nicht mehr. Aber ich habe schon ein Juwel. Ich muss mal bei Lance gucken. Hast du ein Juwel dafür drin? Nee, hat er nicht. Er hat kein Juwel dafür drin. Dann würde ich sogar das auch rausholen. Und wirklich die Dellendüster-Bosche reinpacken. Hier sind 60 Sekunden eines Kampfes, den Schaden um 30%. Den save ich mir mal. Das ist auch nice. Hier sind voll die geilen Dinger dabei, ne? Ich muss die nur wieder finden hier. Mehr Damage. Weil die ist halt ein Ultra-Healer und ein Ultra-Damager. So, Synchronisation brauchen wir nicht mehr. Deswegen, sie ist jetzt fertig ausgerüstet. Ja, und hier würde ich einfach Auto-Ausrüstung machen. Ja, sieht doch gut aus. Techniken. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie auch den nimmt. Oh, was hat sie denn hier? Barmherzigkeit. Ätherangriff vielleicht nach vorn. Macht Rückprall. Letzte Hoffnung. Okay. Oh, sie hat gar nicht diesen Heilungsdingsbums. Oh. Sie hat gar nicht diese Heilungshaltung. Sie ist mehr dann wirklich auf Damage noch. Sie ist noch mehr auf Damage als Nia. Oh cool, sie hat hier voll den geilen Ätherangriff. Und den Rückprall. Und auf Fläche sogar. Da würde ich aber lieber den nehmen. Auf ein einzelnes Ziel, ja. Wäre doch eigentlich besser, oder? Ich brauche jetzt ein Regenerationsfeld. Das macht Lance eigentlich, ne? Deswegen würde ich lieber... Oder... Ja, Barmherzigkeit ist auch schon nicht schlecht. Aber der macht weniger Damage. Der trifft zwar alle, aber der macht weniger Damage. Der hat noch die Chance, die Abwehr zu negieren. Ja, ich würde das schon so lassen. Talente, hast du alle drin? Juwelen? Ja, ne, die hat ja schon die geilen. Die kann man auch nicht ändern, ne? Ja. Ja, Heilkraft, Angriffskraft und Wutminderung. Ja, passt. Obwohl ich bei dir sogar auch vielleicht nicht die Wutminderung machen würde. Obwohl doch, du hast keine... Na, du hast... Ja, Königin von Agnes. Ja, 900 Damage. Kann man sehen. 602 Heal-Kraft. Alter. Ja, da kommt Mia auch noch hin. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder mit der Ascension Quest von Nia. Aber ich muss das, glaube ich, heute beenden. Ich hätte zwar noch Lust weiterzumachen, aber ich muss auch mal anfangen zu kochen. Und ja, dann muss ich halt morgen das zu Ende machen. Also habe ich noch einen Tag quasi, wo ich das Spiel spielen kann. Und danach ist das Spiel beendet. Und es kann ein neues Spiel kommen. Ich würde jetzt sagen, ich gehe mit Nia dann nochmal farmen.
Er hat noch die Heldenarm schieden, ne? Okay, das ist gut. Dann gehe ich mit Nia Klasse farmen und ja, ne? Bis dahin. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.